Ich bin Französischlehrerin am Frei-vom-Stein-Gymnasium in Bünde und bereite einen Austausch der Oberstufe mit einer Ingenieurshochschule in Rennes vor, in Frankreich, der sich besonders an Schüler richtet, die ein sprachliches und ein naturwissenschaftliches Interesse haben. Im April kommen zuerst die Franzosen für eine gute Woche nach Bünde. Wir fahren später im Oktober nach Frankreich. Momentan bereiten wir den Austausch vor von beiden Seiten und arbeiten an verschiedenen Projekten. Zum einen bereiten wir eine Stadtführung durch Bünde vor auf Französisch und Deutsch. Zum anderen haben wir einen Film gedreht, sind dabei, den zusammenzuschneiden. Und wir machen noch eine Präsentation, um uns die gegenseitigen Wirtschaftsregionen vorzustellen und bereiten da eine Präsentation über Küchenhersteller in Ostwestfalen vor. Die Schüler und Studenten haben bereits seit letztem Oktober regelmäßigen E-Mail-Austausch. Wir haben schon Projekte ausgetauscht, uns unsere Schulen gegenseitig oder Institute gegenseitig vorgestellt. Die Franzosen arbeiten daran, ihr Institut noch einmal genauer vorzustellen und werden uns den bretonischen Dynamismus ihrer Wirtschafts- und Tourismusregion vorstellen. Während die INSA-Studenten in Bünde zu Gast sind, haben wir noch etwas Besonderes vorbereitet. An einem Tag werden unsere Schüler und die INSA-Studenten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, das sie bisher noch nicht kennen, und sie sollen in Teams zusammen eine Lösung erarbeiten. Bei diesem Projekt soll dann gleichzeitig auf Deutsch und auch auf Französisch gearbeitet werden. Wir haben aber auch einen Kontakt entwickelt mit einer Schule in Polen, in Katowice, wo vielleicht dann die Sprache nicht so viel die ausgeprägte vorrangige Rolle spielt, sondern natürlich der politische Gedanke und Aufarbeitung der deutschen Geschichte im Vordergrund steht. Aber für mich ist das also eine Einheit. Das ist nicht nur das Sprachenlernen, sondern es ist natürlich auch interkulturelles Lernen, und dazu zähle ich den Kontakt mit Polen auch. Die Fahrt wird auch unternommen in enger Anlehnung oder Einbindung in den Unterricht im Rahmen des Leistungskurses Geschichte, sodass also Inhalte eine große Rolle spielen, Sprache aber dann dieses ermöglicht, und der Kontakt vollzieht sich auf Deutsch, auf Englisch, und Polnisch können zugegebenermaßen unsere deutschen Schüler und Schülerinnen dann nur einige Brocken und kommen dann so mit ein paar Grundregeln der polnischen Sprache zurück oder ein paar Ausdrücken fürs alltägliche Leben. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Anata no na genki desu ka? Genki desu. Anata no name wa nan desu ka? Boku wa Peter desu. Name wa Michel desu. Ich organisiere seit ungefähr 5 Jahren den Austausch unserer Schule mit der Geigo-Oberschule in Yokohama. An der Geigo-Oberschule arbeite ich mit Herrn Kawaguchi sehr eng zusammen. Dieser Lehrer stellt immer die Reisegruppen zusammen, die nach Deutschland kommen. Und wenn wir wissen, wie viele japanische Schüler zu uns kommen, gehe ich durch die Klassen, und zwar 9. bis 11. Klasse, und frage, wer gerne einen japanischen Schüler aufnehmen will zu Hause. Und in der Regel geht es also sehr, die gehen also weg wie die warmen Semmeln sozusagen. Der Andrang ist sehr groß und der Andrang nimmt immer mehr zu. Und von denen, die Gastschüler aufnehmen, darf dann ein Teil eben beim Gegenbesuch in Japan mitfahren. Wobei da die Gruppe dann immer nicht ganz so groß sein kann, weil man einfach in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel in Yokohama und Tokio, mit so einer großen Gruppe sich gar nicht bewegen kann. Ich habe 4 Jahre in Tokio gelebt und eben dann selbst erfahren, dass es zum Teil nicht so einfach ist, eine so völlig andere Kultur zu verstehen und sich auch richtig zu verhalten. Im Gespräch mit Frau Wimmer und der Schulleitung, Herrn Fiebe, kamen wir dann zu dem Entschluss, dass wir diesen Austausch noch ein bisschen untermauern könnten, indem ich versuche, meine Erfahrungen da einzubringen und den Schülern eben dadurch nötiges Handwerkszeug mitgebe. Also dieser interkulturelle Kurs, den ich mal so nennen will, weil es geht eigentlich nicht nur um Sprache, es geht eben auch um Kultur, es geht um das Land, es geht um geografische Hintergründe. Dieser Kurs fand bisher erst einmal statt. Es ist eine Art Versuch,
Der Kurs fand jetzt im Vorfeld statt, viermal, vier Doppelstunden, was natürlich sehr kurz ist. Das soll aber in Zukunft jeweils vor dem Besuch der Japaner und anderen auch bei dem Gegenbesuch so stattfinden und eventuell noch etwas ausgeweitet werden. Die Verständigung mit meiner Gastfamilie lief meistens über meine Gastschwester, mit der ich mich meistens eigentlich nur in Englisch unterhalten habe. Ich habe aber versucht, so viele japanische Ausdrücke wie möglich einfließen zu lassen, was auch zu großer Bewunderung bei den Japanern führte. Mit Essen mit Stäbchen hatte ich keine Probleme. Und was mich besonders positiv überrascht hat, war die wirklich extreme Höflichkeit der Japaner. Nur mit manchen Gepflogenheiten, wie dass man Badewasser nicht auslässt, kam ich nicht so recht klar, wo es auch zu einem kleinen Missverständnis kam. Aber im Endeffekt ließ sich alles durch die sehr große Höflichkeit bereinigen.